Eine spannende neue Geschichte von Max. Viel Spaß beim Anschauen. Gefällt mir, abonnieren, kommentieren. Huffy Cooper bahnte sich seinen Weg über den Parkplatz zur Cafeteria, um zu Mittag zu essen. Es war seine zweite Mittagsschicht und nach 5 Stunden ununterbrochener Arbeit in seiner Krankkabine war er ziemlich hungrig. Als er sich den Doppeltüren zur Cafeteria näherte, bemerkte er kleine Gruppen von Arbeitern, die sich angeregt unterhielten. Irgendetwas war passiert und da so viele Leute darüber sprachen, schienen es keine guten Nachrichten zu sein. Er fragte sich, ob es einen Arbeitsunfall gegeben hatte. Solche Ereignisse zogen normalerweise die Aufmerksamkeit aller auf sich. Als er sich der ersten Gruppe näherte, entdeckte er ein bekanntes Gesicht und rief: "Hey, Bert, was ist denn hier los? Es sieht so aus, als ob die Eisenarbeitergewerkschaft heute Nachmittag einen Streik plant. Sie haben keinen Vertrag und denken, dass dies eine gute Gelegenheit ist, einen solchen zu fordern", antwortete Bert. "Sind Sie sich da sicher? Was bedeutet das für den Rest von uns? Ich weiß, dass die Gewerkschaft der Getriebetechniker mir nicht erlaubt, die Streikpostenkette zu überqueren, und ich würde das auch nicht wollen", sagte Hof etwas besorgt. Es waren nur noch 3 Tage bis zum Abschluss der Arbeiten, und er wollte unbedingt nach Hause, nachdem er wegen der Renovierung 3 Wochen lang weg war, 3 Wochen lang 12-Stunden-Schichten, 7 Tage die Woche. Er freute sich auf das Wiedersehen mit seiner Frau und seinem Stiefsohn. Er wechselte noch ein paar Worte mit der Gruppe, konnte aber nichts Neues über den möglichen Streik erfahren. Da er nur wenig Zeit zum Mittagessen hatte, ging er in die Cafeteria, um seinen Hunger zu stillen. Während er aß, sah er mehrere Pickups vorfahren und eine Gruppe von Aufsehern mit weißen Schutzhelmen begann, die Arbeiter auf dem Parkplatz anzusprechen. Als er mit dem Essen fertig war, kam Hof mit einem Styroporbecher Kaffee wieder heraus, gerade echtzeitig, um den Schießsuperintendent sagen zu hören: "Überprüfen Sie die Listen, die an der Wand der Cafeteria befestigt waren. Wenn Ihr Name nicht darauf steht, sind Sie entlassen, und zwar mit einem Tagesgehalt anstelle einer ordentlichen Kündigung. Es würde tatsächlich zu einem Streik kommen, und obwohl Sie glaubten, dass es nur 1 oder 2 Tage dauern würde, beschlossen Sie, einige der Arbeiter zu entlassen, da nicht die gesamte Belegschaft benötigt wurde, um die Arbeit zu erledigen." Hof drehte sich um und sah, dass 1 Dutzend Blätter an die Wand geklebt worden waren, und er befand sich in einer guten Position, um zu den Ersten zu gehören, die einen Blick darauf werfen konnten. Die Listen waren alphabetisch geordnet, und es dauerte nicht lange, bis er sah, dass sein Name nicht dabei war. Er war froh darüber, denn das bedeutete, dass er am Nachmittag nach Hause fahren konnte und vor Mitternacht ankam, wenn er Glück mit dem Verkehr hatte. Es dauerte nur ein paar Stunden, bis er sich im Rechnungsbüro abgemeldet hatte und in sein gemietetes Zimmer zurückgekehrt war, um zu packen. Nachdem er schnell seine sauberen und schmutzigen Sachen in die Koffer gepackt hatte, nahm er einen Fotorahmen von seinem Machttisch. Er nahm ihn immer mit auf Reisen und stellte ihn dort auf, wo er ihn sehen konnte. Es war ein Foto, das vor 4 Jahren an seinem und Zoes Hochzeitstag aufgenommen worden war. Sie hatten eine schlichte Zeremonie vor dem Friedensrichter, bei der nur seine Schwester und Zoes Mutter anwesend waren, und natürlich ihr Sohn Bobby, der damals erst 2 Jahre alt war. Hof versuchte, vor seiner Abreise zu Hause anzurufen, aber das Besetzzeichen verriet ihm, dass Zoe im Gespräch war, wahrscheinlich mit seiner Schwester Katie. Die beiden waren wie Schwestern und planten immer etwas zusammen bei einem Kaffee oder am Telefon. Es war nicht so wichtig, denn es wäre schön, sie zu überraschen, wenn sie am Wochenende nach Hause käme. Die Fahrt von seinem Arbeitsplatz im Zentrum von Minnesota zu seinem Haus im Zentrum von Illinois war einfacher als erwartet, und als er um 22.30 Uhr vor seinem Haus ankam, lag es noch im Dunkeln. "Verdammt, Zoe muss früh ins Bett gegangen sein", dachte er bei sich. "Da müssen wir etwas unternehmen. Eine schnelle Dusche, und er würde sich zu ihr gesellen, um ein wenig Liebe zu tanken." Er nahm seine Koffer und öffnete mühsam die Küchentür. "Zoe, ich bin wieder da. Steig aus dem Bett und gib mir einen dicken Begrüßungskuss." Hof stellte seine Koffer in der Küche ab und ging den Korridor hinunter in sein Schlafzimmer. Als er das Licht anschaltete, war das Bett zu seiner Überraschung leer. Ein kurzer Blick in Bobbys Zimmer zeigte ihm, dass weder er noch Zoe zu Hause waren. "Verdammt", dachte er bei sich. "Ich hätte sie anrufen sollen." Da Bobby nicht zu Hause war, musste seine ältere Schwester Kaitlin sie bekommen. Es waren nur 3 Blocks bis zu ihrem Haus, also beschloss er, sie nicht vorher anzurufen. Eine angenehme Überraschung würde mehr Spaß machen. Er fragte sich, ob ihr Mann Ralph zu Hause war. Ralph Roberts arbeitete als Schweißer, oft bei Außenprojekten, genau wie Hof selbst. Sie hatten 2 Söhne, den 8-jährigen Barry und den 12-jährigen Ralph J.
Als er bei Katys Haus ankam, war Zoes Auto offenbar nicht da. Das machte ihn ein wenig neugierig, aber da er zu Hause nicht in der Garage nachgesehen hatte, konnte sie auch nur zu Fuß dorthin gehen. Er sah ein Licht in der Küche und klopfte an die Tür, als er das Haus seiner Schwester betrat. Caitlin saß am Küchentisch und schaute ihn überrascht und schockiert an, als er die Tür öffnete. »Mein Gott, Hof, du hast mich fast zu Tode erschreckt. Wo kommst du denn her? Du solltest am Montag oder Dienstag in Minnesota sein. Das ist eine lange Geschichte, Caitlin. Die Eisenarbeiter haben gestreikt, also hat das Unternehmen uns vorzeitig entlassen. Ich gehörte zu den Glücklichen. Ich bekam den Rest der heutigen Schicht, bloß eine volle Schicht mit Bezahlung für morgen. Das war ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Wo ist Zoe? Sie ist nicht zu Hause und Bobby auch nicht.« Während er sprach, schenkte sich Hoch eine halbe Tasse Kaffee ein und setzte sich mit seiner Schwester an den Tisch. »Nun, Bobby schläft im hinteren Schlafzimmer mit meinen Jungs. Zoe war auf ein paar Drinks und ein Kartenspiel mit deinen Freunden Ashley und Cherry eingeladen. Sie sagte, es könnte spät werden, und anstatt Bobby zu wecken und ihn nach Hause zu bringen, bat sie mich, über Nacht auf ihn aufzupassen, als ob das ein Problem wäre. Während sie sprach, hob Hof plötzlich den Kopf, und jeder Ausdruck verschwand aus seinem Gesicht. Seine Stimme hatte einen leichten Beigeschmack, den Caitlin nicht bemerkte. Sie sagte, sie wolle mit Ashley und Cherry Karten spielen. Ich glaube, sie ist gegen 20.30 Uhr gegangen. Sie sagte, sie gehen oft zusammen aus. Sie war letzten Freitag bei ihrem Abendessen. Das macht mir nichts aus, Bobby ist so süß und passt auf meine Jungs auf, wenn ich sie brauche. Ja, wir besuchen sie oft. Er und ich arbeiten oft auf denselben Baustellen. Wissen Sie was? Ich werde zu Ihnen gehen. Ruf Sie nicht an und sag Ihnen nicht, dass ich komme. Ich möchte Ihnen eine Überraschung bereiten. Hof stand auf und trank seine Tasse Kaffee aus, bevor er zur Tür ging. Ich rufe dich morgen an, Caitlin. Er winkte seiner Schwester zum Abschied und ging zur Tür hinaus, mit einem Ausdruck ernster Sorge im Gesicht. Auf dem Weg zum Haus von Ashley und Cherry Black gingen Hof eine Menge Gedanken durch den Kopf. Am Tag vor seiner Abreise zur Arbeit in Minnesota hatte Ashley Black Zoe angerufen, aber sie war nicht zu Hause, sodass er sich mit ihr unterhielt. Der Grund für ihren Anruf war, dass sie für einen Monat nach Kalifornien gehen wollte, um ihre Schwester zu besuchen. Ihre Schwester erwartete Zwillinge und hatte Ashley gebeten, ihr in der letzten Schwangerschaftswoche und in den ersten Wochen zu Hause mit den Neugeborenen zu helfen. Hof war sich sicher, dass ihr vergessen hatte, Zoe zu sagen, dass Ashley in Kalifornien war, und zu wem ging Zoe? Er fragte sich, wenn sie nicht bei den Blacks war, wo war sie dann? Er beschloss, dass Ashley ihre Reise vielleicht aus irgendeinem Grund abgesagt hatte oder dass Caitlin sich vielleicht in den Namen geirrt hatte. Er hoffte, dass dies der Fall war, denn die Alternative, die ihm in den Sinn kam, bedeutete großen Ärger. In den 4 Jahren seiner Ehe hatte er nie an seiner Frau gezweifelt, aber jetzt beschlich ihn der Gedanke, dass sie vielleicht etwas vor ihm und seiner Schwester verbarg. Cherry Black sagte oft, wie sehr er Zoes Attraktivität und ihre Kurven schätzte. Einige Male, wenn er betrunken war, machte er Andeutungen, über die Zoe lachte. Es war Zoes gutes Aussehen, das Hofs Aufmerksamkeit erregte, aber es war ihre charmante Persönlichkeit, die sein Interesse wirklich weckte. Sie war eine alleinerziehende Mutter, als er sie kennenlernte, aber als er Bobby kennenlernte, wurde die Tatsache, dass sie ein Kind hatte, für ihn unwichtig. Er mochte ihren Jungen sehr und sie verstanden sich gut, nachdem er und Zoe ein Paar geworden waren. In letzter Zeit dachte er darüber nach, Bobby offiziell zu adoptieren, um ihm den Nachnamen Cooper zu geben. Hof beschloss zuerst, das Haus der Blacks zu überprüfen, um zu sehen, ob seine Befürchtungen falsch waren. Als er die Straße in Richtung ihres Hauses einbog, merkte er, dass sein Herz schneller schlug als sonst. Was, wenn sie nicht da ist? Oder was, wenn sie da ist und Ashley wirklich in Kalifornien ist? Diese Gedanken gingen ihm durch den Kopf, als er auf der anderen Straßenseite des Blackhauses anhielt. Cherrys Auto stand in der Einfahrt, aber davor stand ein anderes Auto, das er nicht genau erkennen konnte. Es lag im Schatten und er hoffte, dass es nicht das Auto seiner Frau war. Das Haus lag im Dunkeln und er wusste, wenn sie Karten spielten und tranken, waren sie in der Küche oder im Wohnzimmer und er konnte sehen, dass im Erdgeschoss kein Licht brannte. Als er das Haus und das mysteriöse Auto im Schatten betrachtete, kam Hof nicht zur Ruhe. Nach etwa einer Minute des Nachdenkens stieg er leise aus dem Auto aus und schloss vorsichtig die Tür, wobei er versuchte, so leise wie möglich zu sein. Er musste dieses mysteriöse Auto im Schatten überprüfen, um zu sehen, ob es das Auto seiner Frau war. Als er um Cherrys roten Mustang herumging, bestätigten sich seine schlimmsten Befürchtungen, es war Zoes Auto.
Sie war offenbar um Cherrys Auto herumgegangen und hatte davor geparkt. Hoch war verwirrt, wusste nicht, was er tun sollte und war sich nicht sicher, was genau in seinem Wagen vor sich ging. Er beschloss, um das Haus herumzugehen, weil er dachte, sie könnten auf der Terrasse sein. Als er den Bürgersteig entlang zur Seite des Hauses ging, begann er sich zu beruhigen und war überzeugt, dass sie auf der Terrasse saßen und ein Bier tranken. Doch als er um das Haus herumging, sah er, dass die Veranda leer war. Niemand genoss einen Drink unter den Sternen. Er ging weiter in den Garten und sah sich das Haus an. In dem Fenster in der Mitte des oberen Stockwerks brannte ein schwaches Licht. Er war oft genug in dem Haus gewesen, um zu wissen, welches Zimmer es war. Ein Anflug von Wut überkam ihn und er kehrte schnell zum Auto zurück, wo er den Kofferraum öffnete und den Hammer herausnahm, der darin aufbewahrt wurde. Er schwang den Hammer in der Hand, während er entschlossen zum Haus zurückging. Erst als er sich der Seitentür näherte, wurde er langsamer und begann, seine Gedanken zu ordnen. Seine erste Lösung war, einen Ersatzschlüssel zu benutzen, von dem er wusste, dass er unter der Fußmatte lag. Er konnte sich bereits ihre fassungslosen Gesichter vorstellen, als er mit dem Hammer in der Hand in das schwach beleuchtete Schlafzimmer ging, um sie zu einem Brei zu prügeln. Mit der Zeit kamen ihm die Konsequenzen in den Sinn, und ihm wurde klar, dass er das einem anderen Menschen nicht antun konnte, egal aus welchem Motiv. Er hätte Selbstmord begehen müssen, wenn er sich vorgestellt hätte, mit der Realität dessen zu leben, was er zu tun beabsichtigte. Er stand an der Hintertür, schwang den Hammer mit leichten Schlägen auf seine Handfläche und überlegte, was er tun sollte. Schließlich trat er von der Tür weg und ging auf das Auto seiner Frau zu. Zoe hatte die schlechte Angewohnheit, ihre Schlüssel im Becherhalter stecken zu lassen, wenn sie ihr Auto abstellte. Er hatte ihr immer gesagt, dass es eine offene Einladung für jemanden sei, ein Auto zu stehlen, wenn die Tür unverschlossen und die Schlüssel offen herumlagen. Er öffnete leise die Tür, nahm die Schlüssel an sich und legte den Hammer auf den Fahrersitz. Dann schloss er leise die Tür, kehrte zu seinem Auto zurück und fuhr weg, zurück zu dem Haus, das er und Zoe teilten. Es war nur ein paar Blocks entfernt, und sobald er in die Einfahrt einbog, wurde ihm klar, was geschehen war. Die Erschöpfung nach einem langen Arbeits- und Reisetag, gepaart mit der Erkenntnis, dass die Frau, in die er sich verliebt hatte, nun im Bett seines ehemaligen Freundes lag, trieb ihm die Tränen in die Augen. In den nächsten 10 Minuten, die sich wie eine Stunde anfühlten, flossen die Tränen unaufhörlich, während er um das trauerte, was er verloren hatte. Schließlich wich die Trauer der Wut einer kontrollierten Wut, die ihn an einen Plan denken ließ. Einen Weg, seinen Stolz zu bewahren und seine untreue Frau zu bestrafen. Sobald der Plan gefasst war, gewann er die Kontrolle über seine Gefühle zurück. Nach 15 Minuten stieg er aus dem Auto aus und ging mit entschlossenem Gesichtsausdruck auf das Haus zu. Der erste Schritt war, 2 Koffer zu leeren und die schmutzige Wäsche in den Waschsalon zu bringen. Die schmutzigen Sachen können gewaschen werden, während er seine Aufgaben erledigt. Die leeren Koffer lagen nun auf dem Bett und er begann, sie vorsichtig mit Kleidung aus dem Schrank und den Schubladen der Kommode zu füllen. Als die beiden Koffer vollständig gefüllt waren und nichts mehr aufnehmen konnten, trug er sie zum Auto. Er wusste, dass im Keller noch Katas standen, also ging er hinunter, nahm einige davon und schüttete den ursprünglichen Inhalt vorsichtig auf dem Kellerboden aus. Zoe konnte einen Ersatz kaufen und das Chaos später aufräumen. Er ging langsam durch das Haus und sammelte seine Sachen ein. Das Haus und die Möbel gehörten Zoe. Sie wohnte bereits dort, als er sie kennenlernte, also brauchte er sich keine Gedanken über die Aufteilung des Besitzes zu machen. Hof wusste, dass er nicht viele Dinge in das Haus gebracht hatte, obwohl es einige Dinge gab, die er als seine eigenen betrachtete. Es gab einen Laptop, den er gekauft hatte, um sein altes Computersystem zu ersetzen. Das alte System wird er Zoe und Bobby überlassen. Sie hatten 2 DVD-Player, also zog er vorsichtig den Stecker des Fernsehers im Keller heraus und packte ihn und den Fernseher ins Auto. Um 3 Uhr morgens war sein Auto voll und er machte sich auf die Suche nach einem Hotelzimmer für das Wochenende. Er fand ein freies Zimmer etwa 3 Meilen von seinem früheren Zuhause entfernt und lud die erste Ladung aus dem Auto in das Zimmer ab. Eine Stunde später kehrte er nach Hause zurück und lud noch mehr von dem ein, was er als seinen Anteil am gemeinsamen Eigentum betrachtete. Dazu gehörte eine Kiste mit Geschirr und Besteck, eine weitere mit Wäsche und eine dritte für die Bücher, CDs, DVDs und Videokassetten, die er als sein Eigentum betrachtete. Während er packte, wurde seine Arbeitskleidung gewaschen und getrocknet und in die Maschine gegeben. Die letzte Stunde hatte er damit verbracht, seine Werkzeuge aus dem Keller und der Garage in den Kofferraum seines Wagens zu packen. Um 6.30 Uhr war er fertig und ging langsam durch das Haus, um sicherzugehen, dass er nichts übersehen hatte.
Der letzte Gegenstand, den er fand, war ein aktuelles Foto von Bobby, das er in seine Tasche steckte. Als letzte Handlung setzte er sich an den Küchentisch und schrieb einen kurzen Brief, den er in einen Umschlag steckte. Dieser Umschlag lag in der Mitte des Küchentisches, beschwert von Zoes Schlüsselbund. Er ließ die Tür unverschlossen, als er ging, und eine halbe Stunde später waren seine restlichen Habseligkeiten im Motelzimmer. Die nächsten 10 Minuten verbrachte er in einer heißen Dusche, um den Schweiß des Tages und die zurückkehrenden Tränen wegzuwaschen. Als er merkte, dass es vorbei war, kletterte er nackt ins Bett und schlief fast sofort ein. Die Erschöpfung durch den langen Tag, den Stress und die Emotionen holten ihn schließlich ein. Zoe Cooper eilte den Bürgersteig hinunter zur Hintertür, frustriert darüber, dass es bereits 8.30 Uhr war und sie vor 8 Uhr zu Hause sein wollte, damit niemand ihre Rückkehr bemerken würde. Irgendein Idiot hatte ihre Autoschlüssel gestohlen, also ging sie schnell nach Hause, um einen Ersatzschlüssel zu holen. Cherry bot ihr an, sie zu fahren, aber sie war wütend auf ihn und machte sich außerdem Sorgen, was die Nachbarn denken würden, wenn ein fremder Mann sie morgens abholte. Es war sicherer für sie, allein nach Hause zu gehen. Ihre größte Sorge war, dass der Ersatzschlüssel nicht mehr an seinem Platz in der Tasche ihres Wäschekorbs war. Als sie sich der Hintertür näherte, drehte sie aus Gewohnheit den Knauf und war überrascht, dass sich die Tür öffnete. Sie sah es, verfluchte sich dafür, dass sie vergessen hatte, sie abzuschließen, und eilte hinein, wobei sie ihre Handtasche auf den Tisch legte. Wenn sie sich richtig erinnerte, hätten die Ersatzautoschlüssel in der Schublade unter dem Telefon liegen müssen. Als sie zum Telefon ging, schaute sie auf den Tisch und merkte, dass etwas nicht stimmte. Dort lagen ihre fehlenden Schlüssel mitten auf dem Küchentisch. Wie waren sie dorthin gekommen? Sie sprach es laut aus, ohne es zu merken, weil sie so schockiert war, ihren Schlüsselbund auf dem Tisch zu sehen. Sie griff nach ihren Schlüsseln und bemerkte einen Umschlag darunter. Der Ausdruck der Neugier verwandelte sich schnell in Sorge, als sie sich umsah, um sich zu vergewissern, dass niemand sonst im Raum war. Mit zitternden Händen hob sie den Umschlag an und zog einen Brief heraus. Währenddessen fiel etwas aus dem Umschlag und rollte über den Küchenboden. Sie glaubte, an der Stelle, an der der Gegenstand aus ihrem Blickfeld verschwand, etwas unter der Tischkante zu sehen. Zoe entfaltete den Brief und las ihn zweimal, bevor sie begriff, was darin stand. Als dies geschah, brach sie auf dem Küchenstuhl zusammen und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Ihr Körper wurde von Schluchzern geplagt, und sie begann immer wieder zu wiederholen: Herr, nein! Gott, nein! Dies wurde zu ihrem Mantra, während sie auf ihrem Stuhl saß und hin und her wippte. Die Tränen liefen ihr über die Wangen und über ihre Hände, die immer noch ihr Gesicht bedeckten. Nach ein paar Minuten änderte sich ihr Tonfall. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Schließlich beruhigte sie sich so weit, dass sie den Brief in die Hand nahm und ihn noch einmal las, in der Hoffnung, dass er nicht das enthielt, was sie dachte. Diesmal las sie ihn sorgfältig. Du und dein angeblicher Freund sollten froh sein, dass ich nicht nach oben gegangen bin und dich mit dem Hammer erschlagen habe. Sagen Sie diesem Bastard, dass er sich von mir fernhalten soll, wenn er jemals an meinem Arbeitsplatz auftaucht. Das wird er vielleicht nicht überleben. Ich habe meine Sachen mitgenommen und komme nicht mehr zurück. Wenn ich etwas zurückgelassen habe, kannst du damit machen, was du willst. Du wirst Bobby erklären müssen, warum ich weg bin. Sie schluchzte immer noch und weinte leise, als sie aufstand, um zu sehen, was auf den Boden gefallen war. Als sie es aufhob und sah, dass es Hofs Ehering war, fiel sie auf dem Boden auf die Knie, und die Tränen und das laute Schluchzen kehrten zurück. Hof schlief wie ein Toter und wachte erst um 18.00 Uhr auf. Als er auf die Toilette musste, wurde er wach und ging schnell auf die Toilette. Erst als er in den Hauptraum des Motels zurückkehrte, erinnerte er sich wieder vollständig an die Ereignisse der vergangenen Nacht. Er hielt inne und setzte sich schließlich auf die Bettkante, während er über seinen nächsten Schritt nachdachte. Die folgende halbe Stunde verbrachte er damit, seine Kleidung zu sortieren und die Dinge zusammenzusuchen, die er brauchte, um sein Zimmer zum Abendessen zu verlassen. Der Hunger war zu seiner Hauptsorge geworden, da er seit fast 24 Stunden nichts mehr gegessen hatte. Die letzte Mahlzeit, die Hof zu sich nahm, war ein schneller Burger mit Pommes an einer Tankstelle auf dem Heimweg. Nachdem er sich angezogen hatte, rief er an der Rezeption an, um seinen Aufenthalt um ein paar Tage zu verlängern. Dann schnappte er sich sein Handy und machte sich auf den Weg zum Abendessen. Nicht weit vom Motel entfernt gab es ein Cozy Cave, in das er ging. Und sobald er sich hingesetzt und sein Essen bestellt hatte, nahm er sein Handy heraus und schaltete es ein. Fast sofort klingelte es, und er sah auf der Anruferriet, dass es die Handynummer seiner Frau war. Er schaltete das Handy aus und steckte es zurück in seine Tasche. Das Letzte, was er wollte, war, mit ihr zu sprechen, sagte er sich, als er sich hinsetzte und über alles nachdachte, was geschehen war.
Er schaute aus dem Fenster neben sich und sah sein Spiegelbild. Ihm wurde klar, dass er sich weder gekämmt noch rasiert hatte, bevor er das Motel verlassen hatte. So viel zu dem Gedanken, dass es ihm gut ging. Das Essen sah köstlich aus, aber Hof konnte es nicht schmecken. Alles, woran er denken konnte, war, was er bei seiner unerwarteten Rückkehr nach Hause vorgefunden hatte. Wie oft war das schon passiert, während er auf Baustellen gearbeitet hatte? Er hätte nie gedacht, dass sie zu so etwas fähig war. Aber die Beweise lagen direkt vor seiner Nase. Plötzlich kam ihm der Gedanke, dass seine eigene Schwester vielleicht die ganze Zeit davon gewusst hatte, und seine Wut kehrte zurück. Nach reiflicher Überlegung wurde ihm jedoch klar, dass sie nicht gewusst haben konnte, was Zur vorhatte, sonst hätte sie ihn angerufen und gewarnt. Er beschloss, Kaitlin anzurufen, um sie wissen zu lassen, dass es ihm gut ging. Als er sein Handy einschaltete, wurde er über neue Sprachnachrichten informiert. Er hörte sich die ersten drei an, stellte aber fest, dass sie alle Variationen derselben Nachricht waren. Zur entschuldigte sich, weinte, bat um Vergebung und flehte ihn an, sie anzurufen. Nachdem er sie angehört hatte, drückte er die Löschtaste, sobald er ihre Stimme hörte. Erst bei der siebten Nachricht ertönte die Stimme seiner Schwester. Er hörte sie sich an. Hof, bitte ruf an und sag mir, dass es dir gut geht. Zur hat mich heute Morgen angerufen und sie ist in einem schrecklichen Zustand. Es hat eine Weile gedauert, aber schließlich konnte ich sie dazu bringen, mir zu sagen, was los ist. Sie sagte, dass du sie verlassen hast, dass du alle deine Sachen genommen hast und ausgezogen bist. Ruf mich an, sobald du diese Nachricht erhältst. Die nächsten neun Nachrichten waren von Zur und er löschte sie alle, ohne sie anzuhören. Die letzte Nachricht war von seiner Schwester, die ihn anflehte, anzurufen. Er saß da und sah auf das Telefon, unschlüssig, was er tun sollte. Es schien, als hätte Zur Kaitlin nicht die ganze Wahrheit darüber gesagt, warum er gegangen war. Er bestellte eine Tasse Kaffee und wählte die Nummer seiner Schwester. Das Telefon klingelte viermal, bevor die Mailbox ansprang, also hinterließ er eine Nachricht. Sieht so aus, als hätte sie dir nicht die ganze Geschichte erzählt, warum ich gegangen bin. Alice und Black sind nach Kalifornien gegangen. An dem Wochenende, als ich wegging, war Zur bei Cherry und sie haben nicht in der Küche Karten gespielt. Ich werde die Scheidung einreichen, sobald ich einen Anwalt kontaktiert habe. Sag ihr, sie soll aufhören, mich anzurufen, denn ich werde ihre Nachrichten nicht mehr abhören. Nach den ersten drei habe ich sie einfach alle gelöscht. Ich rufe dich wahrscheinlich morgen oder irgendwann in nächster Zeit an. Hof verbrachte die nächste Stunde damit, Kaffee zu schlürfen und zweimal nachzufüllen. Er konnte nicht glauben, dass seine glückliche Ehe so schnell in die Brüche gegangen war. Er versuchte, sich an irgendeinen Hinweis während seiner Jahre mit Zur zu erinnern, dass sie ihn betrügen könnte, aber er konnte sich an nichts erinnern. Er dachte, er müsse etwas übersehen haben. Wie konnte sie vor seinen Augen von einer hingebungsvollen Ehefrau zu einer betrügerischen Frau werden? Seine Augen füllten sich wieder mit Tränen, als er sich an die guten Zeiten erinnerte, und davon gab es viele. Schließlich verließ er die Stadt und fuhr noch eine Weile ziellos umher, bevor er in sein Motelzimmer zurückkehrte. Lange Nickerchen und eine Tasse Kaffee hielten ihn wach, und so begann er, seine hastig gepackten Sachen zu sortieren. Das Zimmer verfügte über eine Telefonleitung mit Internetzugang, also machte er seinen Laptop startklar. Die nächste Stunde verging wie im Flug, als er sein Online-Banking erledigte und seinen Anteil am gemeinsamen Konto auf sein persönliches Sparkonto übertrug. Er nahm absichtlich nicht den letzten Cent, denn er wollte in dieser unangenehmen Situation eine hohe Moral bewahren. Es war Samstagabend und er wusste, dass die meisten Gewerkschaftsmitglieder um 23.00 Uhr in der Mitwebar sein würden. Er war mit seinen Bankgeschäften und dem Sortieren fertig und beschloss, aufzuräumen und in die Bar zu gehen, um zu sehen, ob dort ein Shop frei war. Er beschloss, dass es das Beste wäre, sich einen guten Shop außerhalb der Stadt zu suchen, um Zoe und Cherry aus dem Weg zu gehen. Bevor er seine Entscheidung, ihnen nicht zu schaden, noch einmal überdachte, begann er, ernsthafte Wutprobleme zu bekommen, und in dieser Stadt zu bleiben, schien keine gute Idee zu sein. Eine halbe Stunde später saß er mit drei anderen Fahrstuhlführern zusammen, Männern, mit denen er in der Vergangenheit oft zusammengearbeitet hatte. Er fand schnell heraus, dass der beste Job, der im Moment zu haben war, in Alaska war, beim Bau einer großen Pumpstation für die nördlichen Lillfelder. Der Job erforderte sechswöchige Schichten mit zwei Wochen Pause. Es gab offene Stellen für Kranführer, da nur wenige Männer in solchen Positionen arbeiten wollten, die so viel Zeit von zu Hause weg erforderten. Er dachte sich, das klingt perfekt. Ich kann von hier wegkommen und genug Geld verdienen, um mir eine eigene Wohnung zu kaufen. Nach zwei Bierchen mit den Jungs entschuldigte er sich und ging mit einem neuen Plan im Kopf zurück zum Motel.
Am Mittwoch hatte er schon viel erreicht. Er beauftragte einen Anwalt mit der Einleitung des Scheidungsverfahrens unter Berufung auf unüberbrückbare Differenzen und übergab ihm eine Liste mit dem, was er mitnahm und was er verließ, sowie seine E-Mail-Adresse. Das Gewerkschaftsbüro stimmte zu, an dem Projekt in Alaska zu arbeiten, und ihr unterschrieb alle Dokumente, in denen er sich verpflichtete, mindestens 6 Wochen in den nördlichen Feldern zu arbeiten. Er fand ein Unternehmen, das seine bescheidenen Habseligkeiten während seiner Abwesenheit aufbewahrte. In den letzten Tagen hatte er weitere 2 Dutzend Sprachnachrichten von Zur gelöscht. Er hörte sich keine einzige davon an. Ein Anruf, den er bei seiner Schwester tätigte, wurde wieder an die Mailbox weitergeleitet. Also sagte er einfach, dass er sich melden würde und schaltete dann sein Handy aus. Am Mittwochmorgen um 11.09 Uhr bestieg er den ersten Flug einer komplexen Reihe von Verbindungen, die ihn zu seinem Arbeitsplatz in den nördlichen Feldern bringen sollten. Am Donnerstagabend spürte er nur noch Erleichterung, als sein Flugzeug den Landetunnel verließ. Sein Auto stand auf dem Langzeitparkplatz, sein Gepäck war im Gepäckfach des Flugzeugs, sein Laptop war im Gepäckfach und er begann, mehr Abstand zwischen sich und die Quelle des Schmerzes in seinem Herzen zu bringen, als das Flugzeug abhob. Er lehnte sich zurück und schloss die Augen, aber alles, was er sehen konnte, war das glückliche Paar mit dem lächelnden kleinen Jungen auf dem Foto an ihrem Hochzeitstag. Die nächste Woche war eine schwindelerregende Abfolge von Flügen, der langen Fahrt mit dem Schulbus, der ihn zum Camp brachte, einem 2-tägigen Einführungs- und Sicherheitsseminar, dem Einrichten seines Schlafsaals und den ersten 3 12-Stunden-Schichten, in denen er Rohre und Geräte auf einer Baustelle hob. Die Arbeit war eintönig, die Mahlzeiten wurden in aller Eile eingenommen und am Morgen seines 4. Arbeitstages klingelte der Wecker zu früh. Als Huff aufwachte, fühlte er sich viel besser und war mit seinen neuen Lebensumständen viel zufriedener. Nach dieser Schicht baute er seinen Laptop auf, schrieb seiner Schwester eine SMS und begann, sich in seinem vorübergehenden Wohnsitz umzusehen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er nichts anderes getan, als zu arbeiten, zu essen und zu schlafen. Meistens hatte er es geschafft, nicht an Zoe und ihren Betrug zu denken, aber er wusste, dass es an der Zeit war, mit seiner Heilung zu beginnen und der beste Weg dazu war, das Problem direkt anzugehen. An diesem Abend, als seine Schicht endete und er sich auf den Weg in die Cafeteria machte, beschloss Hoff, aufzupassen und sein neues Interesse an seiner Umgebung wurde in einer Ecke der Cafeteria belohnt. Er war überrascht, einen bekannten Mann zu sehen. Fraser Carpenter war einer von Hoffs besten Freunden in der Schule, aber sie hatten sich auseinandergelebt, weil Hoff verheiratet war und Fraser nicht. Fraser, wie geht es Ihnen? Ich bin überrascht, dich hier zu sehen. Wie lange bist du schon in Alaska? Hoff setzte sich auf den leeren Platz gegenüber seinem alten Freund und reichte ihm die Hand zu einem festen Händedruck. Mein Bruder arbeitet für ihre Gewerkschaft und hat mir von den Stellenangeboten hier erzählt. Ich habe meinen LKW-Führerschein schon seit ein paar Jahren und arbeite hier seit 3 Wochen als Fahrer. So weit, so gut. Es ist gar nicht so schlecht, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, von den Arbeiterlagern und Baustellen weg zu sein. Man kann irgendwo anders hin. Fraser schien sich wie Hoff zu freuen, jemanden zu treffen, den er kannte, und die beiden Männer unterhielten sich angeregt und tauschten Neuigkeiten über die Veränderungen in ihrem Leben aus, seit sie sich das letzte Mal gesehen hatten. Schließlich drehte sich das Gespräch um Hoffs Leben, und nach einer kurzen Pause, um seine Gedanken zu sammeln, erklärte Hoff Fraser seine neue Situation. Nun, vor ein paar Wochen ging in meiner Ehe alles schief. Ich wurde früher aus Minnesota nach Hause geschickt, gerade rechtzeitig, um meine Frau mit Cherry Black zu erwischen. Ich bin ausgezogen und lasse mich gerade scheiden. Da sieht man mal wieder, was passieren kann, wenn man sich zu sehr entspannt. Hoffs gute Laune verschwand und er sah Fraser traurig an. Es tut mir leid, das zu hören, Hoff. Cherry ist schon seit langem hinter Frauen her. Es ist eine Schande, dass ihre Frau auf ihn hereingefallen ist, sagte Fraser mit einem mitfühlenden Gesichtsausdruck. Ich weiß nicht, wer hinter wem her war, Fraser. Ich habe nicht mit dem Betrüger gesprochen, seit es passiert ist. Ich hatte Angst, dass ich damit nicht umgehen kann und dass es alles nur noch schlimmer machen würde. Fraser zögerte, um fortzufahren, sagte aber schließlich, du solltest vielleicht mit ihr reden. Ich weiß, wie Cherry ist und vielleicht hat er mehr damit zu tun als sie. Ich habe sie und ihre Frau ein paar Mal gesehen und ich hatte immer den Eindruck, dass sie ihnen sehr zugetan ist. Sie hat immer ihre Hand gehalten und damit deutlich gemacht, dass sie ihr Mann sind. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich habe heute Morgen schon beschlossen, dass ich meiner Schwester eine E-Mail schreiben werde.
Sie und meine Frau sind seit der Highschool befreundet. Meine Schwester kann mir genug erzählen, damit ich entscheiden kann, ob ich jetzt versuchen soll, mit meiner Ex zu reden. Ich rufe ihre Ex bereits an, obwohl die Papiere wohl noch nicht eingereicht wurden. Booth schüttelte den Kopf und lachte über seinen freudschen Versprecher. Die Freunde gingen zu anderen Themen über und verbrachten die nächste halbe Stunde mit einer angeregten Unterhaltung. Schließlich verließen sie die Cafeteria und gingen getrennte Wege. Booth wollte seinen Computer einrichten und sehen, ob die versprochene Internetverbindung funktionierte. Als er seinen Laptop endlich eingerichtet und online hatte, konnte er auf seine E-Mails zugreifen, etwas, das er seit seinem Umzug nach Minnesota nicht mehr getan hatte. Er brauchte fast eine halbe Stunde, um den angesammelten Spam zu löschen, und er war überrascht, dass Zur nicht daran gedacht hatte, ihm E-Mails zu schicken, so wie sie ihn mit Sprachnachrichten bombardiert hatte. Möglicherweise konnte sie den Computer nicht einrichten, aber er vermutete, dass sie einfach nicht daran gedacht hatte. Nach einigem Nachdenken verfasste Hof einen Brief an seine Schwester. Er hoffte inständig, dass er sich nicht irrte, aber mit einer E-Mail konnte er genau das sagen, was er wollte, ohne unterbrochen zu werden. Nachdem er ihn noch einmal gelesen hatte, bevor er ihn abschickte, drückte er auf Senden. Hallo Kaitlyn, da ich Sie immer noch nicht erreichen konnte, habe ich beschlossen, Ihnen einen Brief zu schicken, um Sie wissen zu lassen, wo ich bin. Ich arbeite in den nördlichen Illfeldern von Alaska. Ich bin seit einer Woche hier und werde noch mindestens 5 Wochen bleiben. Ich nehme an, Sie kennen inzwischen die ganze Geschichte von Zur. Ich hätte nie gedacht, dass sie zu so etwas fähig ist, und es hat eine Weile gedauert, bis ich zur Vernunft gekommen bin und in Ruhe darüber reden konnte. Der Abstand zwischen uns hilft da sehr. Sie hat die Papiere zwar noch nicht erhalten, aber ich habe die Scheidung bereits eingeleitet. Es tut mir wirklich leid für Bobby. Hast du gesehen, wie er sich fühlt? Ich habe darüber nachgedacht, ihn zu sehen, bevor ich gegangen bin, aber ich hatte Angst, dass es für ihn schwieriger sein würde, als einfach aus seinem Leben zu verschwinden. Er hat es nicht verdient, in diese Sache hineingezogen zu werden. Können Sie diese E-Mail-Adresse an Zur weitergeben, denn ich möchte hören, was sie zu sagen hat. Sagen Sie ihr, dass sie nicht so viele Nachrichten schicken soll, wie sie es am Telefon getan hat. Wenn sie wieder damit anfängt, werde ich diese Adresse einfach schließen und eine neue eröffnen. Hof, als er fertig war, klappte Hof seinen Laptop zu und lehnte sich zurück. Er begann zu zweifeln, ob er das Richtige getan hatte, als er Zur bat, ihn zu kontaktieren. Er war sich nicht sicher, was er von seiner betrügenden Frau hören wollte. Er schaltete den Computer aus und legte sich aufs Bett. Die nächsten 2 Stunden verbrachte er damit, gedankenverloren an die Decke zu starren, bis ihn schließlich der Schlaf überkam. Am nächsten Morgen wachte er auf der Bettdecke auf und war vollständig angezogen. Am Abend des nächsten Tages war Hof bereit, ohne zu zögern eine Entscheidung zu treffen. Er schaltete seinen Laptop ein und begann zu schreiben. Liebe Zoe, ich bin wirklich froh zu wissen, dass es Bobby gut geht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm sagen soll, dass wir miteinander kommunizieren. Wenn Sie denken, dass es kein Problem ist, sagen Sie es ihm. Ich denke oft an ihn. Ich werde noch mindestens einen Monat hier sein. Danach habe ich die Möglichkeit, den Vertrag um 2 Wochen zu verlängern. Ich habe noch nicht entschieden, was ich nach dem Ende des ersten Semesters machen werde. Alles wird davon abhängen, wo wir landen. Ich sehe nur eine Möglichkeit, die Sache zu klären, wenn Sie alles, was Sie während Ihrer Zeit mit Cherry gesagt und getan haben, vollständig beschreiben. Wenn du das kannst, kann ich besser beurteilen, was ich verzeihen kann und ob ich es jemals vergessen kann. Ich werde dir keine Versprechungen machen, aber ich muss dir sagen, dass jeder weitere Verrat das Ende für uns bedeuten wird. Ich kann das nur durchstehen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jemals mein Vertrauen in dich zurückgewinnen kann. Das ist wahrscheinlich wichtiger als die Frage, ob ich verzeihen und vergessen kann. Lassen Sie sich Zeit mit Ihrer Antwort, stellen Sie sicher, dass Sie alles gesagt haben. Bitte senden Sie eine Kopie Ihres Schreibens an Kaitlyn. Hof, bevor er den Brief abschickte, schickte Hof eine Kopie an Kaitlyn. Er fühlte große Erleichterung darüber, dass es nun erledigt war. In den letzten Wochen hatte er ernsthaft daran gezweifelt, dass er jemals wieder mit Zur kommunizieren würde. Wenn er diesen ersten Schritt überwinden kann, haben sie vielleicht eine Chance, ihre ernsten Differenzen beizulegen, ohne dass ihm eine Last von den Schultern fällt. Hof beschloss, in die Cafeteria zu gehen, um eine Tasse Kaffee zu trinken und vielleicht ein Stück Kuchen zu essen, wenn es gut aussah. Er war überrascht, dass die Cafeteria immer noch recht gut besucht war. Über 50 Mitarbeiter nahmen ihren Kaffee und ein Stück Apfelkuchen zu sich. Er ging zum nächsten freien Tisch und setzte sich gegenüber von ein paar Arbeitern, die bereits dort saßen. Er war fast fertig mit dem Kuchen, als er bemerkte, dass die Arbeiterin ihm gegenüber eine Frau war. Eine recht attraktive Frau mit kurzen schwarzen Haaren und sehr dunklen Augen.
Zuerst dachte er, sie könnte eine Einheimische sein, aber dann stellte er fest, dass ihre Haut ziemlich hell war. »Du scheinst diesen Kuchen wirklich zu mögen«, sagte sie und beobachtete ihn mit einem kleinen, freundlichen Lächeln. Offensichtlich auf seine Antwort wartend, lachte er und nahm einen Schluck Kaffee. »Ja, eigentlich schon. Ich bin jetzt seit über einer Woche hier und die meisten Mahlzeiten sind unscheinbar. Dieses Stück Kuchen ist das Beste, was ich bis jetzt gegessen habe.« Hof lachte nach diesen Worten und nahm einen Schluck Kaffee. »Sie haben mich ein wenig überrascht, um ehrlich zu sein. Sie sind die erste Frau, die ich diesseits der Servierlinie gesehen habe. Ihrer Kleidung nach zu urteilen, arbeiten Sie auf der Straße. Welchen Beruf üben Sie aus?« »Ich bin Elektriker. Ich bin seit fast 4 Monaten hier, mit Unterbrechungen. Was ist mit Ihnen?« »Ich bin erst seit ein paar Wochen hier. Ich bin Kranführer oder Kranführer, wenn Sie so wollen.« Ihre Augen musterten sein Gesicht ein paar Mal, bevor sie sagte, »Du siehst heute viel lebendiger aus. Ich habe dich ein paar Mal in der Cafeteria gesehen und du sahst immer so mürrisch aus. Es sieht so aus, als hätte sich bei dir etwas verändert. Du bist sehr aufmerksam«, sagte Hof. Er sah sie wieder an, denn ihre Aussage überraschte ihn. Er hätte nicht gedacht, dass sein Kampf mit seinen Gefühlen für Zoe sein Aussehen so sehr beeinflussen würde. Hof sah kurz auf den Kaffee hinunter, bevor er fortfuhr. »Ich bin hierher gekommen, um den ernsten Problemen mit meiner Frau zu entfliehen, und vor ein paar Minuten habe ich ihr einen Brief geschickt. Dies ist die erste direkte Nachricht, die ich ihr seit fast 3 Wochen geschickt habe. Ich habe ihr zwar mehrere Nachrichten über meine Schwester geschickt, aber dies ist der erste direkte Brief. Die Probleme müssen ernst gewesen sein, wenn du hierher gekommen bist, um sie zu vermeiden und den Ring abgenommen hast.« Ihre großstädtische Genossin hob ihre Kaffeetasse, sah ihn über den Tassenrand hinweg an und nahm einen Schluck. »Du bist wirklich aufmerksam, wenn du den fehlenden Ring bemerkst. Die Spur, die der Ring hinterließ, war viel breiter, als ich ihn abnahm. Ja, die Probleme zwischen Ehemann und Ehefrau sind wirklich ernst. So ernst, dass ich bereits einen Anwalt für eine Scheidung beauftragt habe. Das erinnert mich daran, dass es sich vielleicht lohnt, ihm zu sagen, dass er die Angelegenheit für ein paar Tage aufschieben soll, während sie und ich ein wenig reden oder besser korrespondieren.« Hof lächelte und sagte, »Wenn wir schon über meine Ehe sprechen, sollten wir uns wenigstens vorstellen. Mein Name ist Hof Cooper.« Er streckte seine Hand über den Tisch. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Hof Cooper. Mein Name ist Jasmine Stettler.« Sie hob ihre rechte Hand und schüttelte ihm die Hand. Hof bemerkte, dass ihr Händedruck für eine Frau sehr fest war und ihre Hand war von der Arbeit leicht schwielig. Er betrachtete ihre linke Hand und stellte fest, dass sie keine Ringe trug und auch keine Spuren davon aufwies. Als sie ihre Hand wieder neben die Kaffeetasse legte, erhob sich ein großer Mann vom Tisch, der etwa 10 Meter entfernt war, und ging zu ihrem Tisch hinüber. »Ist alles in Ordnung, Jasmine?«, fragte er mit einem fragenden Gesichtsausdruck. »Oh ja, Billy, das ist Hof Cooper. Wir haben nur eine nette Unterhaltung. Danke der Nachfrage.« Sie lächelte Billy an, bevor sie antwortete. Als sie zu Ende gesprochen hatte, winkte er ihr zu und kehrte zu seinem Platz zurück. »Was war das?« Hof zögerte, bevor er fragte. Er hatte einen fragenden Gesichtsausdruck, da er über diesen kurzen Austausch verwirrt war. »Oh, Billy gehört zu meiner Mannschaft. Sie haben wirklich ein Auge auf mich, denn es gibt hier ein paar anrüchige Männer. In der ersten Woche hatte ich ein ernsthaftes Problem mit einem von ihnen, und der Rest meiner Mannschaft hat seitdem ein Auge auf mich. Sie war sehr ernst, und ihre Stimme wurde leiser. Wenn Billy und einer der anderen Jungs nicht gewesen wären, wäre ich jetzt wahrscheinlich anfällig für ein Sexualverbrechen. Wenn einer der Männer hier mit mir spricht, prüfen sie normalerweise, ob ich unerwünschte Aufmerksamkeit bekomme. Es ist gut zu wissen, dass sie einem den Rücken frei halten. Ich habe nicht darüber nachgedacht, welche Probleme eine Frau an diesem Arbeitsplatz haben könnte. Bist du allein hier oder ist da noch jemand? Ich habe es nur nicht bemerkt. Es gibt noch ein paar mehr von uns. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber wir haben einen anderen Block im Wohnheim als ihr Männer. Ein paar von ihnen sind Lastwagenfahrer und es gibt noch eine Elektrikerin, aber sie ist nicht in meiner Schicht oder in meiner Mannschaft. Hof und Jasmine unterhielten sich noch eine Weile, kamen aber nicht auf das Thema seiner Ehe oder die Gründe für seine neue Lebenseinstellung zurück. Nach etwa 10 Minuten stand Jasmine auf und ging zurück in ihren Schlafsaal. Hof folgte ihr etwas später, da er noch etwas schlafen wollte. Morgen war ein weiterer langer Tag in einer Reihe von langen Tagen für ihn. Als er einschlief, dachte er, wie schön es war, eine so attraktive und verständnisvolle neue Freundin zu haben. Vielleicht konnte sie ihm eine objektive weibliche Sicht der Dinge vermitteln.
Der nächste Tag verging für Huff ziemlich schnell und er erhielt weder von Zoe noch von Caitlin eine Nachricht. Er schrieb eine E-Mail an seinen Anwalt und bat ihn, den Scheidungsprozess auf Eis zu legen. An diesem Abend kam er etwas später als sonst zum Abendessen und hoffte, Jasmine wieder zu treffen. Er beschloss, sie um Rat zu fragen, wenn es ihr nichts ausmachte. Huff fand Jasmine am selben Tisch wie am Abend zuvor sitzen und sich mit seinem Freund Billy unterhalten. Nachdem er sein Essen geholt hatte, fragte er, ob er sich zu ihnen setzen dürfe, und beide hießen ihn an ihrem Tisch willkommen. Als sie mit dem Essen fertig waren, entschuldigte sich Billy mit dem Hinweis, dass er Wäsche waschen müsse. Jasmine versicherte ihm schnell, dass es ihr gut ginge und sie ihn am nächsten Tag bei der Arbeit sehen würde. Jasmine, ich stecke ein bisschen in der Klemme, gab Huff zu. Ich könnte wirklich eine weibliche Sichtweise auf die Situation mit meiner Frau gebrauchen. Die einzige andere Person, mit der ich reden kann, ist meine Schwester, aber sie ist denn mit meiner Frau befreundet. Wäre es in Ordnung, das mit ihnen zu besprechen? Es gibt da ein paar Dinge. Jasmine brauchte einen Moment zum Nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich qualifiziert bin, Ratschläge zu erteilen, vor allem, weil ich noch nie in einer Situation wie der ihren war. Ich war verheiratet, aber mein Mann ist vor etwas mehr als 2 Jahren bei einem Unfall mit Fahrerflucht ums Leben gekommen. Wenn Sie glauben, dass ich helfen kann, fragen Sie mich ruhig. Das mit Ihrem Mann tut mir übrigens sehr leid. Das muss hart gewesen sein. Ich wusste nicht, dass Sie verheiratet sind. Vielleicht sollten wir es einfach vergessen. Vielleicht ist das eine schlechte Idee von mir. Nein, machen Sie nur. Ich wollte dich nur warnen, dass du von mir keine Expertenmeinung bekommen wirst. Huff. Huff gluckste leise. Ich werde dich nicht dafür verantwortlich machen, wenn dein Rat nicht perfekt ist. Ich suche nur verzweifelt nach einer anderen Perspektive. Wow, das ist hart. Ich habe versucht, mich in ihre Lage zu versetzen, aber nach dem, was du gesagt hast, wird das schwer sein. Ich kann mir nicht vorstellen, mit dem Freund meiner Frau allein zu sein, zu trinken und etwas Unangemessenes zu tun. Das bin nicht ich. Ich habe Angst, aber sie scheint wirklich reumütig zu sein. Jasmine blickte gedankenverloren an die Decke, bevor sie fortfuhr. Ich schlage vor, die Dinge langsam anzugehen und vielleicht einen Weg zu finden, ihre Geschichte zu überprüfen. Wie wäre es, wenn du dich an deinen Ex-Freund wendest, mit dem sie zusammen war? Wenn du einige Details bestätigen kannst oder sicher sein kannst, dass sie die Wahrheit sagt, könnte dir das bei deiner Entscheidung helfen. Außerdem hängt das alles von deinen Gefühlen für sie ab. Wenn du über diese Situation hinwegsehen kannst, wird die Zeit vielleicht den Rest heilen. Huff dachte ein paar Minuten über ihre Worte nach. Weißt du, es scheint, als hättest du mir geholfen. Ich denke, ich werde es langsam angehen lassen und vorsichtig sein. Ich möchte meinen Ex-Freund nicht darauf ansprechen und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm überhaupt glauben würde. Ich habe jetzt keine direkte Möglichkeit, ihre Geschichte zu überprüfen, aber vielleicht wird etwas klarer werden. Danke, dass Sie sich Gedanken über mein Problem gemacht und Ratschläge gegeben haben. Ich werde darüber nachdenken, bis ich den nächsten Brief von ihr erhalte. Vielleicht ist es an der Zeit, das Thema zu wechseln. Erzähl mir etwas über dich, Jasmine. Jasmine errötete leicht, als Huff nach ihr fragte. Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin 30 Jahre alt, verwitwet, wie ich schon sagte, und Elektrikerin. Wenn ich nicht hier arbeite, lebe ich in Seattle. Dies ist meine letzte Reise hierher. In 2 Tagen mache ich meinen Abschluss, und dann sollte ich genug Geld haben, um mir eine eigene Wohnung zu kaufen. Mein Mann hat mir eine Menge Schulden hinterlassen, natürlich nicht absichtlich, und ich bin vor ein paar Monaten endlich davon losgekommen. Während meiner letzten Auszeit zu Hause habe ich einen Job in der Wartungsabteilung eines Kraftwerks bekommen. Danach muss ich also nicht mehr hierher zurückkommen. Sie lächelte und nahm einen weiteren Schluck von ihrem Kaffee. Verdammt, ich wusste gar nicht, dass du schon so bald abreist. Ich habe ihre Gesellschaft und unsere Gespräche genossen und ich hätte vielleicht noch ein paar Fragen an sie gehabt, sagte Huff. Huff lächelte und zuckte mit den Schultern. Ich schätze, ich muss es selbst herausfinden. Ehrlich gesagt denke ich, dass ich das Unvermeidliche nur hinausgezögert habe, indem ich dich um Rat gefragt habe. Die beiden unterhielten sich noch eine Weile, bevor sie beschlossen, dass es Zeit war, den Abend zu beenden. Sie vereinbarten, sich am nächsten Abend auf einen Abschiedscafé zu treffen. Als Huff an diesem Abend einschlief, dachte er über sein Gespräch mit Jasmine und seine Erinnerungen an das Leben mit Zoe und Bobby nach. Am nächsten Tag, nach der Arbeit, gab es immer noch keine SMS von Zoe oder Caitlin. Er wusste, dass er nichts überstürzen durfte. Alles hing von Zoe ab. Später am Abend ging Huff in die Cafeteria und verbrachte eine angenehme Stunde mit Jasmine, in der sie sich hauptsächlich über das Angeln unterhielten, was ihnen beiden Spaß machte. Sie vereinbarten, sich am nächsten Abend zu einem Abschiedscafé zu treffen.
Als Hof am nächsten Abend seine E-Mails abrief, fand er die beiden Nachrichten, auf die er gewartet hatte. Nach der Versandzeit zu erteilen, hätte er sie am Vorabend fast verpasst. Er überlegte, welche er zuerst öffnen sollte, und beschloss schließlich, beide Nachrichten erst später am Abend zu lesen. Er wollte gut gelaunt sein, wenn er an ihrem letzten Abend im Wohnheim mit Jasmine und ihren Kollegen einen Kaffee trinken ging. Nachdem er geduscht und sich die Haare gekämmt hatte, machte er sich auf den Weg in die Cafeteria. Jasmine saß an ihrem üblichen Tisch, und dieses Mal schien es, als sei ihr gesamtes Team bei ihr, um ihren letzten Abend im Shop zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Es wurde viel gelacht und gescherzt, und als Hof den Speisesaal betrat, rief Jasmine ihn sofort zu sich und bestand darauf, dass er sich zu ihrer Gruppe gesellte. Er schnappte sich ein Erfrischungsgetränk und ging zu ihrem Tisch hinüber. »Willkommen, Hof. Ich freue mich, dass du bei unserem kleinen Treffen dabei sein kannst. Diese Jungs sind mein Team, seit ich hier bin.« Jasmine stellte Hof allen vor und erklärte, dass er wahrscheinlich der einzige nette Kerl sei, den sie getroffen hatte, der kein Elektriker war. Das sorgte für viel Gelächter auf Hofs Kosten, und schon bald schloss er sich den anderen an, die ihre Witze zum Teil auf Jasmine bezogen. Im Laufe der nächsten Stunde schrumpfte das Team allmählich, da die Männer das Treffen verließen. Schließlich saßen nur noch Hof und Jasmine am Tisch, und er sagte, »Das hat viel mehr Spaß gemacht, als den letzten Brief meiner Frau zu lesen. Ihr sollte genau beschreiben, was passiert ist, und ich schäme mich nicht, zuzugeben, dass ich mich nicht gerade darauf freue, ihn zu lesen. Ich hoffe, dass ich, wenn ich ihn zu Ende gelesen habe, nicht zurückfliegen und die beiden erwürgen möchte.« Er lachte, aber es war ein nervöses Lachen, denn seine letzte Aussage kam dem sehr nahe, was er wirklich dachte. »Nun, Hof, ich glaube nicht, dass Sie die Art von Person sind, die das Gesetz in die eigenen Hände nehmen würde. Ich bin sicher, dass es einen sicheren Weg gibt, die Sache zu regeln, auch wenn Sie natürlich über den Zustand Ihrer Ehe entscheiden müssen. Ich hoffe, dass alles gut für Sie ausgeht und dass Sie mit dem, was passiert, am Ende glücklich sind. Sie scheinen ein Mensch zu sein, der ein Happy End verdient«, sagte Jasmine und lächelte ihn an. Sie stand auf und wollte in ihr Zimmer zurückkehren, um für den morgendlichen Flug zurück in die Zivilisation zu packen. Hof wusste nicht, was er sagen sollte, aber schließlich sagte er, »Es war wirklich nett, dich kennenzulernen, Jasmine. Es war schön, ein freundliches Gesicht zu haben, an das man sich wenden konnte. Ich habe unsere Gespräche wirklich genossen und vielleicht komme ich eines Tages in Ihre Gegend, um herauszufinden, ob die Fischerei dort wirklich so gut ist, wie Sie sagen.« Er nahm ihre Hand in seine beiden und schüttelte sie ein letztes Mal. Als sie ging, spürte er wieder dieses vertraute Gefühl der Einsamkeit. Er saß noch eine Viertelstunde am Tisch, bevor auch er in sein Zimmer zurückkehrte. An seinem Computer sitzend, beschloss Hof zuerst, den Brief seiner Schwester zu lesen, da er davon ausging, dass er der kürzere von beiden war. Er öffnete die Nachricht von Caitlin und las sie langsam. »Lieber Hof, ich habe den Brief von Zur gelesen und möchte nur ein paar Dinge hinzufügen. Erstens, als sie mir das erste Mal erzählte, was passiert ist, sagte sie, dass Sherry ihr mehr Wein eingeschenkt hat, als sie jetzt angibt. Die andere Sache, an die ich mich erinnere, ist, dass sie sagte, dass er ihr zuvor, als sie das zweite Mal bei ihm zu Hause war, die Treppe in den zweiten Stock hinaufhelfen musste, weil sie zu viel getrunken hatte, um die Stufen selbst hinaufzugehen. Ich glaube ernsthaft, dass er ihr etwas in die Getränke getan haben könnte, das sie stärker als gewöhnlich machte. Ich rief sie an und fragte sie, warum sie diese Dinge herunterspielte, und sie sagte, sie wolle nicht den Eindruck erwecken, dass sie Cherry die Schuld für alles gebe. Sie will ihren Teil der Verantwortung für das, was passiert ist, übernehmen, egal, was sie von ihr denken. Nach dem, was passiert ist, möchte ich, dass du weißt, dass ich ihr glaube, wenn sie sagt, dass sie dich liebt und nie wieder so etwas tun würde, um dich zu verletzen. Deine dich liebende Schwester, Caitlin.« Buch saß einige Minuten lang still da und dachte darüber nach, was seine Schwester in ihrer Nachricht gesagt hatte. Er fragte sich auch, ob Cherry etwas in Zoes Getränke getan hatte. Das war nicht ausgeschlossen und das würde natürlich für sie sprechen. Wie auch immer, er musste ihre Nachricht lesen, bevor er eine Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen konnte. Da er nun keine Ausrede mehr hatte, Zoes Brief nicht zu öffnen, klickte er ihn an. Nach ein paar Sekunden öffnete er sich und füllte den Bildschirm aus. Er saß da und starrte ihn an und hatte Angst, die Worte zu lesen, von denen er wusste, dass sie ihm sehr unangenehm sein würden. »Mein lieber Hof, dies ist mein dritter Versuch, diesen Brief zu beginnen. Ich habe Stunden damit verbracht, auf den Bildschirm zu starren, um zu entscheiden, was ich sagen soll. Du wolltest die ganze Geschichte, die ganze Wahrheit, und egal, wie schwer es mir fällt, sie zu erzählen, ich werde es tun.
Bevor du anfängst, dies zu lesen, muss ich dir sagen, dass ich dich wirklich und wahrhaftig liebe. Ich würde jetzt alles geben, um die Vergangenheit und meine Fehler auszulöschen. Ich bete, dass du dich entscheidest, mir noch eine Chance zu geben, die Frau zu sein, die du verdienst. Bevor ich ins Detail gehe, muss ich sagen, dass ich Bobby gesagt habe, dass du an ihn denkst, und er hat sich sehr gefreut, das zu hören. Er fragt immer noch jeden Tag nach dir und fragt sich, wann du nach Hause kommst. Ich will ihm keine falschen Hoffnungen machen, also habe ich ihm gesagt, dass du und ich noch einiges zu besprechen haben. Ich scheine es nicht vermeiden zu können, in die Details dessen zu gehen, was zwischen Gary und mir passiert ist, also fange ich einfach an, soweit ich mich erinnere und es wiedergeben kann. Ich erzähle ihnen alles so, wie es passiert ist. Wenn ihnen etwas unlogisch erscheint oder sie Fragen haben, fragen sie mich bitte und lassen sie mich diese schrecklichen Erinnerungen überwinden. Am ersten Freitag rief mich Cherry gegen 14.00 Uhr auf der Arbeit an und lud mich zum Abendessen ein. Zuerst lehnte ich ab, aber er bestand darauf und ich sagte zu. Ich kam gegen 18 Uhr an. Wir aßen auf der Terrasse zu Abend und alles lief gut, bis er anfing, sich über mein Aussehen zu äußern. Als ich das Geschirr spülte, kam er mir zu nahe, aber nach meiner Bemerkung zog er sich zurück. Wir gingen ins Wohnzimmer, unterhielten uns weiter und er forderte mich zum Tanz auf. Cherry blieb in seiner Nähe und obwohl ich zuerst protestierte, gab ich schließlich nach. Er schenkte mir mehr Wein ein und wir begannen wieder zu tanzen. Nach ein paar Liedern setzte er sich neben mich und näherte sich mir wieder, aber nach meiner Bemerkung zog er sich zurück. Später machte er jedoch wieder einen Schritt nach vorne und ich hörte auf, mich zu wehren. Cherry schlug mir vor, den Wein auszutrinken, damit ich mir mehr einschenken konnte, dann begann er wieder, sich mir zu nähern, und ich gab mich seiner Aufmerksamkeit hin. Schließlich begannen wir uns zu küssen, und obwohl ich mehrmals versuchte, es zu verhindern, ging es zu weit. Am nächsten Morgen ging ich, als mir klar wurde, was geschehen war. In der nächsten Woche rief er wieder an, lud mich ein und versprach, sich zu entschuldigen. Ich stimmte zu, diesmal zu kommen. Er bot mir Wein an, und ich spürte wieder seine Aufmerksamkeit, trotz meiner Versuche, alles zu verhindern, was wieder passierte, und wir fanden uns wieder in unmittelbarer Nähe. Letztendlich endeten unsere Treffen damit, dass ich mich verraten fühlte und mich über das Geschehene ärgerte, aber nicht in der Lage war, seiner Hartnäckigkeit zu widerstehen. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist das Aufwachen im Morgengrauen. Ich lag nackt mit Cherry im Bett, mit dem Rücken zu ihm. Er schlief, also stand ich vorsichtig auf, hob meine Kleidung vom Boden auf und ging ins Bad. Ich schloss die Tür ab und setzte mich dann auf die Toilette, um zu pinkeln. Als ich fertig war, spülte ich mich nicht ab, weil ich mich anziehen und gehen wollte, ohne ihn zu wecken. Aber dann drehte sich der Türknauf und er kam herein. Ich weiß nicht, wie er das Schloss geöffnet hat. Er war nackt und wir sagten kein Wort zueinander. Ich schaute ihn nur wütend an. Er schnappte sich den Slip, den ich in der Hand hielt, und riss ihn mir aus der Hand. Dann fragte er, wohin ich gehen würde. Ohne zu antworten, sagte ich, ich würde mich anziehen und gehen, aber er hielt mich einfach fest. Als es vorbei war, sagte er mir, ich solle niemandem etwas sagen, sonst würde er behaupten, ich hätte ihn angegriffen. Ich habe mich angezogen und bin zum Auto gelaufen. Den Rest kennst du ja. Als ich nach Hause kam und deine Nachricht sah und deinen Ring fand, brach ich völlig zusammen. Caitlin hat dir alles erzählt, also werde ich mich nicht wiederholen. Ich habe gerade alles gelesen, was ich über die Geschehnisse in diesen beiden Nächten geschrieben habe, und ich weiß wirklich nicht, was du davon halten wirst. So sehr ich Cherry auch die Schuld gegeben habe, vor allem für das letzte Mal im Bad, es besteht kein Zweifel, dass das meiste meine Schuld war. Ich hätte nicht ein zweites Mal dorthin gehen sollen, nach dem, was beim ersten Mal passiert ist und wie seine Drinks auf mich gewirkt haben. Ich erzähle dir lieber von dem ersten Mal und akzeptiere deine berechtigte Reaktion darauf, als noch einmal dorthin zu gehen. Ich kann nicht vorhersagen, was du jetzt von mir denken wirst, und ich wünschte wirklich, ich könnte diesen Brief einfach löschen, anstatt ihn an dich zu schicken. Man müsste schon ein sehr starker Mensch sein, um mir das zu verzeihen, und ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr schwierig sein könnte, mir wieder zu vertrauen, wenn man bedenkt, wie dumm ich war. Bitte wisse, dass ich dich liebe. Es gibt nichts, was ich nicht tun würde, um dies zu beheben, und ich bete nur, dass du mir eine Chance gibst. Ich bitte dich, ein paar Tage zu warten, bevor du mir deine Entscheidung mitteilst, denn ich weiß, wie bestürzt du sein wirst, wenn du dies liest. Deine dich liebende Frau, Zoe. Hoch saß regungslos da, als er Zoes Brief zu Ende las, bis er schließlich die Nachricht schloss, das Licht löschte und zu Bett ging. Die Geschichte über ihre Untreue traf ihn viel härter, als er erwartet hatte. Seine Brust fühlte sich leer an, als er dalag und die Bilder, die er sich beim Lesen des langen Briefes ausgemalt hatte, noch einmal in seinem Kopf durchspielte.
Irgendwann in der Nacht musste er etwas Schlaf bekommen haben, aber am Morgen wusste er, dass es nicht mehr lange dauern würde. Er verbrachte die meiste Zeit der Nacht damit, über ihre Nachricht und alles, was sie bedeutete, nachzudenken. Als er aufstand, trug er immer noch dieselben Klamotten wie am Vortag, und so beschloss er als erstes, sich frische Kleidung zu besorgen und zu duschen. Als er zurückkam, fühlte er sich viel besser und traf seine endgültige Entscheidung, während er unter einer heißen Dusche stand. Er holte seinen Koffer aus dem kleinen Schrank, zog ein Foto von ihrem Hochzeitstag heraus und stellte es auf den Nachttisch. Nach reiflicher Überlegung beschloss er, dass er seine Beziehung verbessern und seine Familie jeden Morgen beim Aufwachen mit leichtem Herzen sehen wollte. Er machte sich auf den Weg ins Esszimmer, um zu frühstücken, denn es war der Beginn eines weiteren langen Tages. An diesem Abend, als er im Esszimmer saß, sah er plötzlich seinen Freund Fraser Carpenter hereinkommen. »Fraser, komm her, setz dich«, sagte Hof. »Wo bist du in letzter Zeit gewesen? Ich habe dich seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen.« Fraser setzte sich zu Hof an den Tisch und sagte, »Ja, es ist eine Weile her. Wir haben zu wenig LKW-Fahrer, also habe ich ein paar Überstunden gemacht. Ich habe sie vor ein paar Abenden hier gesehen, aber sie waren damit beschäftigt, mit einer Frau zu reden, also habe ich beschlossen, sie nicht zu stören.« »Oh, ist schon okay. Ich hätte vorbeikommen können. Ich habe mich nur von ihr beraten lassen, was die Situation mit Zoe angeht. Wie läuft's denn so?« Hof lächelte und sagte, »Ob du es glaubst oder nicht, gestern Abend habe ich mich endlich entschieden, was zu tun ist, nachdem ich die Details gelesen habe, was zwischen ihr und Sherry passiert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sherry sie entweder absichtlich betrunken gemacht hat oder ihr irgendeine illegale Substanz gegeben hat. Sie hat viele Dummheiten gemacht, aber ich bin geneigt, ihre Geschichte zu glauben. Ich weiß nicht, wie ich beweisen soll, dass er ihr etwas in die Drinks getan hat, denn ich glaube nicht, dass ihr es zugeben wird. Nun, sie sind ein viel nachsichtigerer Mensch, als ich es wäre. Viel Glück!« Die beiden Männer kamen vom Thema Zoe und Sherry ab und sprachen über ihre Arbeit und die Herausforderungen, die die Arbeit auf einer abgelegenen Baustelle mit sich bringt. Als sie sich trennten, vereinbarten sie, mehr Zeit miteinander zu verbringen, vor allem beim Abendessen. Als Hof in sein Zimmer zurückkehrte, beschloss er, dass er zu müde war, um Zoes Brief an diesem Abend zu beantworten und dass er diese Aufgabe auf den nächsten Abend verschieben würde. Es fiel ihm sehr leicht, in dieser Nacht zu schlafen, da er nun das Gefühl hatte, dass es Hoffnung für die Wiederherstellung seiner Familie gab. »Liebe Zoe, wie du dir vorstellen kannst, waren die Einzelheiten über deine Zeit mit Sherry sehr schwierig für mich. Ich habe eine schlaflose Nacht damit verbracht, das, was zwischen euch passiert ist, immer und immer wieder in meinem Kopf durchzuspielen. Ich habe viel über deine Worte nachgedacht und ich glaube, ich habe meine Entscheidung getroffen. Erstens habe ich beschlossen, dir zu glauben, dass du mir die ganze Wahrheit gesagt hast. Ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass du die Einzelheiten des Geschehens erfunden hast und ich habe keine andere Möglichkeit, das, was du gesagt hast, zu beweisen oder zu widerlegen. Zweitens ist es sehr wahrscheinlich, dass Sherry sie entweder absichtlich betrunken gemacht oder ihnen irgendeine illegale Substanz gegeben hat. Deine Schilderungen, wie du dich gefühlt hast, und dein Bewusstsein, dass du Dummheiten gemacht hast, deuten darauf hin, dass du unter normalen Umständen nicht zugestimmt hättest, was passiert ist. Wenn ich glauben soll, was ich gerade geschrieben habe, dann muss ich versuchen, dir deine Beteiligung an all dem zu verzeihen. Es kann lange dauern, bis ich dir vollständig verzeihen kann, aber ich arbeite daran. Ich werde wahrscheinlich nie vergessen, was passiert ist, und es könnte schwierig sein, dir völlig zu vertrauen. Ich werde versuchen, dich für das, was passiert ist, nicht zu bestrafen. Du wirst in all dem Geduld mit mir haben müssen, und du wirst in Zukunft vollkommen ehrlich und treu zu mir sein müssen. Ich kann nicht versprechen, dass ich das Thema nie wieder ansprechen werde, aber ich werde versuchen, es dir nicht vorzuhalten. Es wird nicht leicht für uns sein, das alles zu überwinden, aber ich bin bereit, es zu versuchen. Wenn ich zurückkomme, können wir darüber reden, bevor ich ins Haus zurückkehre. Ich möchte dich und Bobby wirklich sehen und ich freue mich auf meinen letzten Tag hier. Dein Mann Hof. Hof las sich das Geschriebene noch einmal durch, bevor er schließlich auf die Schaltfläche Senden drückte. Als die Nachricht auf dem Bildschirm verschwand, atmete er tief durch, ohne zu merken, dass er seine endgültige Entscheidung in der Schwebe gehalten hatte. In den nächsten Tagen tauschten Hof und Zoe Briefe aus. Sie freute sich, dass er sich entschloss, ihr noch eine Chance zu geben, und er wurde immer sicherer in seiner Entscheidung. Seine Schwester schrieb ihm einen langen Brief und beglückwünschte ihn zu seiner Entscheidung. Insgesamt war es für beide eine angenehme Zeit. Es waren 4 Tage vergangen, seit sich Hof und Fraser Carpenter das letzte Mal im Speisesaal getroffen hatten. Als Hof dieses Mal den Speisesaal betrat,
sah er seinen Freund am Tisch sitzen und setzte sich sofort zu ihm, nachdem er sein Essen geholt hatte. Fraser, wie geht es dir? Fragte Hof und begann zu essen. Nicht so gut, sagte Fraser. Ich habe heute Morgen meine Ladung überprüft und mehrere Rohre haben sich verschoben und sind auf mein linkes Bein gefallen. Sie sagten, ich hätte ein paar Frakturen am oberen Teil meines Fußes, also habe ich jetzt einen provisorischen Gips. Sieht so aus, als würde ich als Entschädigung früher nach Hause gehen. Verdammt nochmal. Fraser, das ist nicht gut. Wie geht es dir? Fragte Hof. Eigentlich ist es jetzt nicht so schlimm. Es tut nur weh, wenn ich Druck auf mein Bein ausübe, also ist es unmöglich, etwas mit einer Kupplung zu fahren. Leider gibt es nur Autos mit Schaltgetriebe. Ich fliege morgen früh und morgen Abend bin ich wieder zu Hause. Ich beneide Sie fast. Ich habe noch ein paar Wochen hier, bevor ich zurückkehren kann, um zu sehen, wie es mit Zoe und mir weitergeht. Wir haben uns SMS geschrieben und bis jetzt scheint alles gut zu sein, aber ich denke, der wirkliche Test wird sein, wenn wir im selben Raum sind. Bist du dir mit deiner Entscheidung, zu ihr zurückzukehren, sicher? Hof dachte einen Moment nach und sagte, ich denke, ich werde immer daran zweifeln, aber ich habe keine Möglichkeit, ihre Geschichte zu überprüfen. Ich werde Cherry nicht kontaktieren, also was kann ich sonst tun? Wenn ich ihr in die Augen schaue, während wir das besprechen, werde ich hoffentlich verstehen, was ich wissen muss. Ich kann nur sagen, dass du ein besserer Mann bist als ich, Fraser. Ich bezweifle, dass ich so nachsichtig wäre, obwohl ich nie verheiratet war. Also fällt es mir leicht, das zu sagen. Fraser beließ es dabei und sie aßen in relativem Schweigen ihr Abendessen zu Ende. Wenn sie wieder miteinander sprachen, ging es um Arbeitsthemen und um den langen Tag, den Fraser auf Flughäfen und Flügen verbringen würde. Am nächsten Tag kehrte Hof gut gelaunt in sein Zimmer zurück. Noch eine Woche, dann würde er zu Hause sein. Er schaltete seinen Laptop ein und erwartete nur die tägliche E-Mail von Zoe, aber er sah auch eine Nachricht von Fraser Carpenter. Er war gespannt auf Neuigkeiten von Zoe, also las er zuerst ihren Brief. Es gab nichts Neues. Sie schrieb erneut, wie sehr sie sich auf seine Rückkehr nach Hause freute. Hof genoss es, ihre Nachrichten zu lesen, da sie ihn in seiner Entscheidung bestärkten. Er wusste, dass er die richtige Wahl getroffen hatte und antwortete sofort auf ihren Brief. In seiner Antwort erwähnte er, wie sehr er sich auf seine Heimkehr freute. Hof beschloss, Frasers Brief auf später zu verschieben und ging in den Speisesaal, um in Ruhe zu Abend zu essen. Jetzt, wo Fraser und Jasmine Städtler nicht mehr da waren, zog er es vor, allein zu sein. Viele der Arbeiter hier waren ziemlich unhöflich und Hof passten nicht in ihre Gesellschaft. Ihm gefiel seine eigene Gesellschaft besser. Schließlich kehrte er in sein Zimmer zurück und beschloss, Frasers Brief zu lesen. Als er ihn öffnete, stellte er fest, dass ihr Anhänge enthielt, und er fragte sich, was Fraser ihm wohlgeschickt hatte. Er erwartete, den neuesten obszönen Cartoon oder das neueste Bild zu sehen, das im Internet kursierte. Hof, bevor du die angehängten Fotos öffnest, solltest du besser meine ganze Nachricht lesen. Ich werde versuchen zu erklären, was sie zeigen, denn es ist nicht unbedingt offensichtlich. Auf dem Heimflug habe ich über deine Situation mit Zoe nachgedacht und beschlossen, dir bei der Entscheidung zu helfen, ob du ihr vertrauen kannst oder nicht. Mein Auto hat eine Automatik, also wusste ich, dass ich es ohne Probleme fahren konnte. Da ich mich für Fotografie interessiere und mein Verdienst durch eine Entschädigung abgegolten wird, habe ich beschlossen, ihre Frau für sie zu beobachten. Ich habe in den letzten 5 Tagen zu Hause und auf der Arbeit nach ihr gesehen, um mich zu vergewissern, wo sie ist. Ich habe mich auch ein paar Mal bei Cherry Black gemeldet, um zu sehen, wie es ihm geht, und alles war absolut in Ordnung bis heute Mittag. Ich fuhr zu Zoes Arbeitsstelle, um zu sehen, ob ihr Auto dort geparkt war, und gerade als ich ankam, fuhr sie vor mir aus der Parklücke. Da ich nichts anderes zu tun hatte, beschloss ich, ihr einfach zu folgen und zu sehen, was sie in ihrer Mittagspause tun würde. Sie fuhr auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums, also parkte ich 2 Reihen von ihr entfernt und wartete darauf, dass sie das Einkaufszentrum betrat. Ich bin nicht sehr gut darin, auf Krücken zu gehen, also wollte ich nicht versuchen, ihr hineinzufolgen. Es ist gut, dass ich nicht gegangen bin, denn 15 Minuten später kam sie zurück. Ich sah sie auf mich zukommen und Cherry Black war bei ihr. Ich machte ein Foto von ihnen zusammen, das mit der Nummer 1 gekennzeichnet ist, von dort, wo ich stand. Ich hatte die ganze Zeit, in der sie sich vor dem Auto ihrer Frau unterhielten, einen guten Blick auf sie und sie lehnte mit den Händen auf der Motorhaube. Dies ist Foto Nummer 2. Sie unterhielten sich mehrere Minuten lang, aber ich konnte nicht verstehen, was für einen Gesichtsausdruck sie dabei hatte. Er war neutral. Während dieser ganzen Zeit beugte sich Cherry plötzlich zu ihr und küsste sie. Dies ist Foto Nummer 3. Es war nicht nur ein kurzer Kuss auf die Lippen.
Ich wollte gerade das zweite Foto machen, als ihr einen Schritt zurücktrat. Sie hat sich nicht bewegt, als er sie geküsst hat, hat nicht versucht, sich zu wehren oder ihn wegzustoßen. Man weiß nicht, was sie zu ihm gesagt hat, und vielleicht war sie aus dem Gleichgewicht und nicht in der Lage, die Hand zu heben, um ihn wegzustoßen. Ich weiß es einfach nicht. Sie unterhielten sich noch ein paar Sekunden, dann stieg sie in ihr Auto. Sein Auto stand nur ein paar Plätze weiter und er fuhr zuerst los. Sie fuhr hinter ihm her und ich versuchte ihnen zu folgen, aber ich wurde von mehreren anderen Autos aufgehalten, die meinen Weg kreuzten. Als ich auf die Straße hinausfuhr, war keines der Autos mehr zu sehen. Ich fuhr die nächsten 2 Stunden durch die Stadt und versuchte Zoes Auto zu finden, aber ich konnte es nicht finden. Ich war 2-mal bei deinem Haus, ein paar Mal bei ihrer Arbeit und ein paar Mal bei Cherrys Haus und ich bin sogar über alle Motelparkplätze in der Nähe des Einkaufszentrums gefahren, aber ich habe sie dort nicht gefunden, worüber ich sehr froh bin. Ich habe einfach keine Ahnung, wo sie hin sind. Schließlich gab ich für den Tag auf, aber als ich um 5 Uhr an ihrem Haus vorbeifuhr, stand ihr Auto da. Aus Neugierde bin ich noch einmal an Cherrys Haus vorbeigefahren, aber sein Auto war weg. Das ist alles, was ich Ihnen zu diesen Fotos sagen kann. Ihr müsst selbst entscheiden, was sie bedeuten. Mann, ich hoffe, es ist nicht das, wonach es aussieht. Vielleicht gibt es eine gute Erklärung, aber die musst du von ihr bekommen. Ich fürchte, ich werde sie weiter beobachten, bis sie zurückkommen. Wenn ich mich nicht melde, bedeutet das, dass ich nichts Verdächtiges bemerkt habe, und machen Sie sich keine Sorgen um Cherry. Ich habe Pläne für ihn. Fraser. Nachdem er den Brief zu Ende gelesen hatte, saß Hoch fassungslos, fast wie unter Schock. Schließlich öffnete er die angehängten Fotos und sah sich jedes davon 3 oder 4 Mal an, bevor er die E-Mail schloss und seinen Laptop ausschaltete. Er sackte auf dem Bett zusammen und starrte fast 20 Minuten lang gedankenverloren an die Decke. Plötzlich stand er auf und kehrte an den Computer zurück. Nach reiflicher Überlegung beschloss er, zu eine Nachricht zu schreiben, die alles lösen würde. Er wusste bereits, was er schreiben würde, und so begann er sofort mit dem Tippen. Sobald er sich hingesetzt hatte, wusste er, dass der Brief genauso klingen musste wie die anderen, die er ihr kürzlich geschickt hatte. Meine liebe Zoe, mir ist ein Gedanke gekommen, den ich in meinem letzten Post vergessen habe zu erwähnen. Hat dich Cherry belästigt, nachdem du das 2. Mal bei ihm zu Hause warst? Du hast keine Nachrichten von ihm erwähnt, und ich möchte nur wissen, ob er sich seitdem bei dir gemeldet hat. Was ist mit Ashley? Sie muss aus Kalifornien zurückgekommen sein. Wie hast du es geschafft, mit ihr zu reden? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dich nach allem, was passiert ist, allein lässt. Bitte lass mich wissen, wenn ihr ein Problem war, damit ich ihn anrufen kann, wenn ich zurückkomme, um ihm klarzumachen, dass seine Aufmerksamkeit von uns beiden nicht erwünscht ist. Ich bin heute Abend ein wenig müde, deshalb werde ich diese Nachricht jetzt beenden und dir morgen wieder schreiben. Dein dich liebender Ehemann. Sobald die Nachricht abgeschickt war, ging Hof zu Bett, aber er schlief in dieser Nacht nicht viel. Die meiste Zeit der Nacht verbrachte er damit, das Foto auf seinem Nachttisch zu betrachten und über die neue, unerwartete Wendung nachzudenken, die sein Leben genommen hatte. Er hatte sich fast selbst davon überzeugt, dass sein Leben und seine Ehe wieder in Ordnung waren, und diese Zuversicht wurde durch die Nachricht von Fraser stark erschüttert. Er hatte sich nie für einen religiösen Menschen gehalten, aber er ertappte sich dabei, wie er dafür betete, dass Zur eine logische Erklärung für die Geschehnisse auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums liefern würde. Der nächste Tag verging für Hof wie im Flug. Er verbrachte seine gesamte Freizeit damit, auf eine Antwort von Zur zu warten, und es beunruhigte ihn sehr, dass er abends, als er in sein Zimmer zurückkehrte, keine neuen Nachrichten in seiner Mailbox vorfand. An jedem anderen Tag hätte ihre Nachricht auf ihn gewartet. Hof aß schnell zu Abend und ging, nachdem er keine neue Nachricht von Zur gefunden hatte, zu Bett. Er war schon fast eingeschlafen, als er das leise Geräusch einer neuen E-Mail-Benachrichtigung hörte. Sofort sprang er auf und machte sich auf den Weg zum Computer, den Schlaf vergessend. Schnell öffnete er die Nachricht von Zur, aber erst nachdem er sich die Uhrzeit angesehen hatte, es war 21.30 Uhr in Alaska, was bedeutete, dass sie die Nachricht um 1.30 Uhr nachts abgeschickt hatte. War sie gerade erst nach Hause gekommen? Er konnte nicht länger warten und öffnete den Brief. Mein lieber Hof, wo? 2 Nachrichten an einem Abend? Das bin ich nicht gewöhnt. Ich bin froh, dass du mich nach Ashley gefragt hast und ob sie sich seit ihrer Rückkehr aus Kalifornien bei mir gemeldet hat. Sie hat mich 2-mal angerufen, 1-mal gestern Abend. Ich habe sie nicht gesehen, weil ich sie nicht sehen will. Ich habe Angst, dass ich mich zu schuldig fühle für das, was passiert ist, und ich gestehe ihr alles. Nach all den Schwierigkeiten, die das für unsere Ehe mit sich gebracht hat, möchte ich sie nicht zerstören.
Ich bin sicher, sie würde ihn verlassen, wenn sie es herausfindet. Sie hat mir einmal gesagt, dass sie ihn verdächtigt, eine Affäre zu haben, und mein Geständnis würde sie wahrscheinlich dazu bringen, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Jerry hat mich zweimal angerufen, beide Male ein paar Tage nachdem du das mit uns herausgefunden hast. Beide Male habe ich ihm gesagt, ich wolle nichts mehr von ihm hören, und seitdem hat er nicht mehr angerufen. Letzte Woche habe ich ihn auf der Straße gesehen, aber ansonsten habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe keine Lust, ihn wiederzusehen. Zoes Nachricht bestand aus mehreren Absätzen, in denen sie davon sprach, wie sehr sie sich auf seine Rückkehr freute. Er las sie zweimal, um sich zu vergewissern, dass da nichts mehr über Jerry stand. Als er schließlich akzeptierte, dass sie nichts mehr zu diesem Thema hinzugefügt hatte, klappte er seinen Laptop grob zu. Seine Augen funkelten vor unkontrollierten Tränen, als er zum Nachttisch ging und das Foto aufhob, das dort lag. Er warf ihr einen Blick zu, dann schleuderte er sie quer durch den Raum und schrie: Du verlogene Schlampe! Das Foto schlug mit einem lauten Knall gegen die Ecke des Schranks und zerbrach in Glasscherben und zersplitterte Rahmen. Augenblicke später klopfte es an der Tür. Alles in Ordnung, Kumpel? Fragte jemand. Hof schüttelte den Kopf und holte sich aus seinen Gedanken zurück in die Realität. Mir geht's gut. Tut mir leid wegen des Lärms, antwortete er. Er brauchte eine halbe Stunde, um den Boden von Splittern und Holzresten zu säubern und fegte kleine Bruchstücke auf. Als alles im Papierkorb lag, hob er das Foto auf. Es war an zwei Stellen durchstochen und von oben bis unten fast in zwei Hälften gerissen. Hof bemerkte, dass die Lucke ihn und Zur fast vollständig von Bobby trennen würde, wenn man sie ausdehnte. Vorsichtig zog er die beiden Hälften auseinander und als das Foto vollständig zerrissen war, warf er sie in den Papierkorb. Hof fühlte sich jetzt erstaunlich ruhig und setzte sich an den Computer. Er verbrachte eine halbe Stunde damit, ein neues E-Mail-Konto einzurichten, zu lernen, wie man das alte abmeldet und Nachrichten mit neuen Kontaktdaten an Fraser und seinen Anwalt zu schicken. Danach war er bereit, Zur zu antworten, ihre letzte Nachricht zu zitieren und die vier Fotos anzuhängen, die Fraser geschickt hatte. Lügen, Lügen, Lügen! Wie konntest du mir das antun? Dachtest du, da ich mich entschlossen habe, zu dir zurückzukommen, könntest du tun, was du willst? Hältst du mich für so dumm, dass ich dir jeden Blödsinn abnehme, den du mir vorher erzählt hast? Was würde passieren, wenn du nicht ganz ehrlich zu mir wärst? Du wirst die Scheidungspapiere von meinem Anwalt erhalten. Ich werde noch ein paar Wochen hier bleiben und er wird sich um alles kümmern. Dieses E-Mail-Konto wird gelöscht, sobald ich diese Nachricht abschicke. Versuchen Sie nicht, mich zu kontaktieren. Ich will deinen verlogenen Arsch nicht mehr hören. Aus den Fotos, die ich diesem Beitrag beigefügt habe, geht eindeutig hervor, dass du gelogen hast, als du behauptet hast, Jerry nicht zu sehen, und ich frage mich, wo du mit ihm hingegangen bist. Ich frage mich auch, wie viele andere Lügen du mir erzählt hast. Ehrlich gesagt, bin ich an den Antworten nicht interessiert. Ich werde dir nicht einmal die Schuld für den Schmerz geben, den ich gerade durchmache. Es ist meine eigene Schuld. Ich habe den guten Rat erhalten, meine Beziehung zu dir langsam und vorsichtig wieder aufzubauen, und ich habe ihn ignoriert. Ich dachte, ich könnte dir vertrauen. Ich bin ein Narr. Hof machte eine Kopie des Briefes für seine Schwester. Er vermutete, dass sie von Zoes Lügen wusste und auch kein Interesse daran hatte, mit ihr zu reden. Bevor er seinen Laptop schloss, löschte Hof sein altes E-Mail-Konto. Er fühlte sich völlig ausgelaugt und erschöpft und schlief fast augenblicklich ein, zusammengerollt in der Fötusstellung. Am nächsten Morgen, bevor er mit der Arbeit begann, verlängerte Hof seinen Vertrag um weitere zwei Wochen. Er brauchte diese Zeit, um sich zu erholen, bevor er nach Hause zurückkehrte. Diese Zeit gab ihm auch die Möglichkeit zu entscheiden, wie sein zukünftiger Lebensweg aussehen sollte. Kaitlin Roberts saß am Küchentisch und trank eine Tasse Kaffee, bevor die Kinder erwachten. Es war kurz nach 7 Uhr morgens ihre übliche Zeit, um aufzustehen und etwas Zeit für sich zu haben. Doch heute Morgen wurde sie von einem leichten Klopfen an der Küchentür aufgeschreckt. Als sie sich der Tür näherte, sah sie zu ihrem Entsetzen ihren Bruder Hof dort stehen. Hof, wo kommst du denn her? Komm rein, sagte sie, packte ihn an der Hand und zog ihn in die Küche. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen in der Stadt und wollte nur kurz vorbeischauen, um mich zu verabschieden, bevor ich abreise. Auf Wiedersehen sagen. Wie meinen Sie das? Wohin gehst du? Kaitlin griff nach dem Telefon, aber Hof nahm es und legte es zurück. Ich werde nicht mit Zur sprechen. Wenn du noch einmal versuchst, sie anzurufen, dann gehe ich jetzt. Hof ging an ihr vorbei und schenkte sich eine Tasse Kaffee ein, bevor er antwortete. Wie ich schon sagte, bin ich gekommen, um mich zu verabschieden. Ich habe mein Auto verkauft und einen Pickup mit Wohnmobil gekauft.
Ich habe alle meine Sachen aus dem Lager geholt und bin bereit, mich auf den Weg zu machen. Ich habe beschlossen, dir Bescheid zu geben, damit du es dem Rest der Familie sagen kannst. Du kannst nicht gehen, ohne mit Zur gesprochen zu haben. Keitling griff wieder nach dem Telefon, aber Hof nahm es und legte es zurück. Ich werde nicht mit Zur sprechen. Wenn du noch einmal versuchst, sie anzurufen, dann gehe ich jetzt einfach. Hof setzte sich an den Tisch und nahm einen Schluck Kaffee. Es spielt einfach keine Rolle mehr, Keitling. Ich werde nicht mehr zulassen, dass sie mich verletzt. Ganz ehrlich, kannst du mir sagen, wie ich ihr jemals wieder vertrauen oder glauben kann? Was du gesagt hast, mag ja wahr sein, aber wenn das so ist, warum hat sie mir dann nicht davon erzählt, anstatt zu lügen? In Keitlins Augen stiegen Tränen auf und sie wischte sie weg, bevor sie sagte, sie hatte Angst, dass du es missverstehen würdest. Es war dumm, aber das heißt nicht, dass du sie verlassen solltest. Sie ist am Boden zerstört und sieht ein, dass sie sich wieder einmal sehr geirrt hat. Sie hat versucht, dir Briefe zu schreiben, aber die kamen einfach zurück. Sie hat sogar eine Telefonnummer für dich, aber sie durfte dir nur Nachrichten hinterlassen. Ich weiß, dass sie Nachrichten hinterlassen hat. Sie wurden mir alle gegeben, aber ich habe sie weggeworfen. Ich habe ihr ernsthaft gesagt, dass ich nicht mehr mit ihr kommunizieren will. Meine Anwältin sagte, dass sie die Scheidungspapiere bereits erhalten hat, aber noch keine unterschriebene Kopie zurückgeschickt hat. Ich habe alles unterschrieben, was ich brauchte, als ich diese Woche hier war. Das ist jetzt nur noch eine Formalität. Sie brauchen ihre Unterschrift nicht. Ich muss nur noch ein bisschen warten, bis ich sie los bin. Wieder stiegen Keitlin Tränen in die Augen und sie wischte sie weg, bevor sie sagte, sie hat sie zerrissen. Sie will keine Scheidung. Sie will nur dich zurück. Ich möchte wirklich, dass du zu ihr gehst und mit ihr redest. Ich bin sicher, du wirst sehen, wie sehr sie sich sorgt und wie sehr sie das alles getroffen hat. Das wird nicht passieren, Keitlin. Jetzt kann sie sich wirklich an Cherry ranmachen, wenn sie mit Ashley klarkommt. Das passt zu mir. Es interessiert mich nicht mehr. Hof nahm einen weiteren Schluck Kaffee und behielt seine ruhige Miene bei. Du weißt es wahrscheinlich nicht, oder? Jemand hat Ashley angerufen und ihr von Cherry und Zur erzählt. Sie hat Zur zur Rede gestellt und Zur hat ihr erzählt, was passiert ist. Ashley warf eine Tasse nach ihr. Danach hat Ashley ihre Sachen gepackt und ist nach Kalifornien gezogen, um bei ihrer Schwester zu leben. Keitlin sah Hof mit einem fragenden Blick an und fuhr fort. Du weißt wahrscheinlich auch nichts über Cherry, oder? Vor 2 Wochen wurde er schwer verprügelt. Mein Nachbar arbeitet im Krankenhaus und sagte, dass er auf der Intensivstation liegt. Sie haben das nicht organisiert, oder? Hof kicherte vor sich hin, als Keitlin ihn fragte, ob er daran beteiligt sei. Nein, ich habe nichts damit zu tun. Wenn ich wüsste, wer das getan hat, würde ich ihm ein Bier oder mehrere Bier ausgeben. Es hätte keinen verdienteren Mann treffen können. Keitlin saß ein paar Minuten schweigend da und überlegte, wie sie Hof dazu bringen könnte, mit Zur zu reden. Schließlich sagte sie, würdest du mit Zur reden, wenn ich sie anrufe und dir das Telefon gebe? Würden sie das bitte für mich tun? Ich kann wirklich nicht mit ihr reden. Hof stand auf und ging zur Tür, bereit zu gehen. Ich werde meine Meinung über die Scheidung nicht ändern, Keitlin. Je mehr ich über Cherrys Situation nachgedacht habe, desto mehr wurde mir klar, dass es nicht nur Dummheit von ihr war. Ich glaube, dass sie irgendwo tief in ihrem Inneren den Wunsch hatte, es durchzuziehen. Wenn ich mich bereit erklären würde, mit ihr zu reden, würde ich ihr nur falsche Hoffnungen machen, und das wäre weder ihr noch Bobby gegenüber fair. Ich bin von meiner Entscheidung überzeugt. Wieder stiegen Tränen in Keitlins Augen auf, und sie sagte, ich glaube, das kann ich verstehen. Wo werden sie hingehen? Hast du irgendwelche Pläne? Ich werde versuchen, im Nordwesten zu leben. Ich kenne jemanden in Seattle, also fahre ich jetzt dorthin. Wenn in Seattle alles klappt, werde ich dort bleiben. Wenn nicht, wer weiß. Ich werde Ihnen eine E-Mail schicken, sobald ich mich eingelebt und mein Telefon aktiviert habe. Ich habe noch genug Geld von Alaska übrig, um eine Weile durchzuhalten. Die Gewerkschaft hat mir ein Versetzungsformular gegeben, also muss ich mich bei der örtlichen Baubehörde einarbeiten. Keitlin umarmte ihren Bruder fest, bevor sie sich verabschiedeten, und er ging. Als sie ihn wegfahren sah, liefen ihr wieder Tränen über die Wangen. Sie wischte sie weg, schloss die Tür und ging zum Telefon.